und herzlich willkommen zu einem neuen Random Pack Opening. Ja, ist schon quasi so knappes halbes Jahr her, dass wir es zum letzten Mal hier gemacht haben. Ende Dezember das letzte Random Pack Opening, das letzte Montags Opening auf dem Kanal für alle Zeiten. Und ich dachte mir jetzt so nach den letzten Monaten, wo sich hier einfach Produkte gestaut haben ohne Ende, wird es Zeit, mal ein paar Booster aufzumachen. Und wenn wir schon mal gleich dabei sind, gleich mal so einen Haufen, dass wir auch ordentlich was loskriegen. Deswegen machen wir gleich so eine Freeway-Challenge zusammen mit Dianvoy und meiner Ehefrau. Und wir werden gleich mal schauen, wer hier draus besser ziehen wird. Ja, wir werden es halt, wie gesagt, nicht mehr so häufig machen, die Random Pack Openings, aber ich muss sie halt so ein bisschen machen, weil ansonsten läuft mir das hier hinten ein bisschen über, auch wenn ich schon mittlerweile so ein bisschen diese alten Displays rausnehmen könnte. Ich finde es einfach, die sehen einfach zu cool aus, wenn man einfach diese Oldschool-Displays hier hinten stehen hat und einfach, ja, die so schön dekorativ da hinten sind. Gefällt mir. Ich würde sagen, wir steigen ein und gucken mal, was wir aus 99 Boostern insgesamt so ziehen können. Sind ja dann fast 4 Displays. Wir sind sogar 4 Displays, also 4 Displays und 3 Booster extra. 96 wären 4 Displays. Schauen wir mal. Ja, dann würde ich sagen, steige ich erstmal ein. Ja. Die 2021er Box sind nicht schlecht. Es sind sehr viele gute Ultras dabei, die man holen kann, die aktuell gestartet sind. Und war hier Dragoon drin? Ich glaube, hier war Dragoon ursprünglich in Ultra Rare, glaube ich, rausgekommen. Transzikade, Eye Ritual, Hexwerker. Achso, ja. Hexwerker-Patronen, Kujikiri-Fluch, besessener Uvaloop. Oder Uvaloop. Tiefsee-Handwerkerin, Nachtsichtdrache als Super Rare. Gut, hat er auch im OTS gehabt. Drytron Gamma Eltenin, Steinbefreier Forscherin, Ignister Island, Steinbefreier Zeichen, oh mein Gott, so richtig. Ich erinnere mich. Rangstellung Zauberkraft der Phantomritter als Rare. Ich leg mal hier die Rares und die Garbage Holos hin. Steinbefreier Resonanz, Ansturm in eine finstere Welt, Red Time Reviver Emitter, zerwürfelte Würfel, Melfi Fang und Nachgeber gefinstert. Wobei die kann ich sogar aus dem Bild nehmen, glaube ich, einfach. Und die nachher beim Recap zeigen wir die rein. Dann übernimm du mal deine. Das war ja Minuspack des Todes. Eidle Wiedergeburt, tolles Wortspiel. Gefräßiger Krokodrache Architis, Goki Mum, Ibizella Lutea, Luft, Tief, fast das gleiche Wort. Luftseetaucher, ja, oder was? Tiefseesängerin, Kodiersprecher invertiert, Titanosider, Blockschwarzes Vanilla, C-Kommando. Da, wo Schatten ist, taucht auch das C-Kommando auf. Mit ihren verborgenen Flugfähigkeiten sind die Soldaten den Riesen ebenbürtig. Welche Riesen? Und so nehmen sie es mit ihnen auf. Die sind doch immer so Max C und so. Das sind immer so ganz kleine Boys, aber die Riesen sind wir wahrscheinlich. Ja. Oh, Talent der drei Taktiken. Das ist eine gute Ultra, die kannst du rauslegen. Starbrigade Nerval. Drachenmädchen Suha. Tor der Virtualwelt Qinglong. Melfi Mami. Tobender Kampfpanzer Säbelrino, Melfi Verstecken, Profiness, der taktische Fallensteller, Dogmatiker-Begegnung und Flammenedler Ritter Morgis. Ja, Talents ist schon mal sehr gut. Ja. Du bist schon mal in der Challenge vorne mit einer Ultra, die sehr gut ist. Ich möchte ganz kurz anmerken, was für ein Boost mir das gibt, wenn ihr auch über Namen struggelt. Ich denke immer, das bin nur ich. Ja, aber ich habe schon ein bisschen Erfahrung, deswegen geht ihm weiter. AI Schattenhexwerker, Enthüllung Daruma Schläger, Überlebender der Schlacht, Drachenfluch, der verfluchte Drache. Ja, okay. Das ist eine sehr interessante Anspielung. Roter Vertrauter, Ruf zur Waffenkammer, Schwerkraftbeherrscher, Achichi? Und das ist dann Ed. Der Ed Ignister, das... Oh, die Karte ist gut, aber banned. Karte ist gut, banned und unlesbar. Chaosherrscher, der chaotische magische Drache. Oder sowas. Malice, I guess. Dame des Jammers. Malice wäre auch interessant. Das bin ich, Dame des Jammerns. Überfallschwinge. Melfi Baby. Yeah, Doggo Counter. Blizzard. Melfi Polly. Melfi sind immer süß. Einlesbarer Krug. Erwachen der besessenen Gagigobald. Und Magellan ist das. Lancia. Ja, bestimmt. Die Tiefsee. Ja, irgendwas. Irgendeine Tiefseestadt. Ja. Ich hab dann auch die Holos und Rares. So, dann komme ich zum Vanilla Turbo. Mal sehen, ob ich 9 out of 9 habe. Grüner Phantomkönig. Dieser jugendliche Waldkönig lebt in einer kleinen grünen Welt voller Bäume und wilder Tiere. Voll so generic. Armail, ein seltsamer Krieger mit drei tödlichen Klingen in beiden Händen und am Schwanz. Schwanz ist ihr Lieblingswort damals gewesen. Yummy. Kagemusche der blauen Flamme. Dieser meisterliche Schwertkämpfer dient als Ersatz für den Herrscher der blauen Flamme.
Feuerritter Charo wieder ist rare. Super rare, die nicht garantiert ist. Verräterische Schwerter, also super rare aus LOB. Sehr gut. Silberfang, yeah. Look at this doggo. Ein Schneewolf, der schön anzusehen, aber im Kampf absolut bösartig ist. Mammutfriedhof, ein Mammut, das die Gräber seiner Verwandten schützt und absolut gnadenlos vorgeht, wenn er auf Grabräuber trifft und folgt dem Wind. die guten alten Lore. Turtle-Tiger. Ein Tiger in einem Schutzpanzer, der mit messerscharfen Reißzähnen angreift. Immer wieder darauf hinweisen, dass das Artwork Both Ways ist. Ah nee, das ist der nicht, Mist. Ich war mit der gleichen Bestie verwirrt, sorry. Ja. Macht von Kaishin. Monster-Eye. Ein Krieger, der sich in einem Ei verbirgt und seine Gegner durch das Werfen von Eierschalen angreift. Wald. Sensenmann der Karten. Nette Rare. Finsterdorn. Eine Dornenpflanze aus der Dunkelheit, die nichtsahnende Reisende umschlingt. Reißzähne. Elektropeitsche. Wütender Meereskönig. Großer König der sieben Weltmeere, der Feinde mit einer riesigen Flutwelle ertränkt. Interessant, dass wir keine Doppelung hatten. Ich liebe diese Karten. Wald, ja. Berg. Oder Wolf, meine Lieblingskarte. Oh, der muss nicht vorlesen. Oh, Turtle Tiger, muss ich nicht vorlesen. Ja, das Artwork ist both. Ja, solange wir den schon gezogen haben, muss ich nicht vorlesen. Hinotama-Seele. Eine extrem heiße Flammenkreatur, die alles zerstampft, was ihr in die Quere kommt. Das ist ein Bomber. Panzerseestern. Ein bläulicher Seestern mit einer festen Hülle, die Angriffe abwehren kann. Nemoriko. Eine kindliche Kreatur, die einen Schlafunterwäldler kontrolliert, der Gegner in den ewigen Schlummer versetzt. Dunkler Feuerdrache. Abscheuliche Keime. Rote Medizin. Körpertemperatur erhöhen. Und Feuergras. Eine feuersprühende Pflanze, die in der Nähe von Vulkanen wächst. Dann kommen wir zu den Alien Smashes. Ja, das ist so gut. Aber vielleicht ziehen wir noch die gleiche Bestie. Können wir das nochmal mit dem Rotieren zeigen. Nummer 41 bei Guska, der schrecklich müde Tapir. Kolossaler Kämpfer, Beschwörermönch. Ibisella Lutea. Memento Miklan. Schwerer Erdrutsch und Centurion-Verbindung bei Super Rare. Memento-Karten immer. Yeah. Das war cool. So Spanisch. Spanisch. Ja. Magischer Pflanzer. Schutzgeist. Das ist. Nein, wir auch nicht am Pflanzen. Loagave. Aufrichtig. Mementotlanisch, hörniger Drache. Es kann nur einen geben. Erzherrscher Christia und Centurion-Verbindung. Einfach die gleiche Super. Ja. Geil. Scheußliche, losgekettete Seele. Dogodot Deck. Landform. Es kann nur einen geben. Genau. Mementotlanische Knochenrückkehr. Valhalla, Halle der Gefallenen. Nachschubtrupp. Und Mementotlanische Knochenparty. Sehr gute Ultra-Rare. Schön hinlegen hier. Nice, sehr guter Pull. Das ist eine der besseren Karten aus dem Set. So, dann kommen wir zu Battle of Chaos. Die Dark Magician als Ultra-Wäre natürlich ein netter Pull. Ja. So halb Teil des Sets. Geistertrick Sirene. Freie neue Welt. Eisjade Erosion. Unibimaru Seelenfeger. Und Librumante Geek-Junge als Secret Rare. Interesting. Zumindest Secret Rare, auch wenn das nicht vielleicht die Secret ist, die man hier raus haben wollen würde. War er eigentlich? Ja, er ist auch die Promo gewesen. Dann gibt es nochmal Ultra-Rare. Süßer Geistertrick oder saures Puppenmonster Fräulein Mädchen. Willkommen in unserem Haus. Hier lebe ich mit Prinzessin Kölnisch, Großvater Demette und all den anderen Puppen. Glänzendes Pisciphilia und Rauchmoskito. Wiedergeboren. Feueropalkopf. Dieser Rudelanführer der Dinosaurier mit einem brennenden Kopf aus Stein ist nach seinem vernichtenden Angriff benannt. Ja. Angriff Feueropalkopf. Ja. Ahornmädchen, DDD-Abwerbung, Libromant-Magiermädchen, Magiemädchen, Geistertrick-Festival, verrückter Hacker, größter Anteil und Trank des Lächelns. Oh weh, ich muss jetzt auch wieder was vorlesen. Es gibt noch, glaube ich, einen zweiten Vanillecker drin, oder? Ja, ja, den Teddy. Ja. Feldschuppen, Geistertrick-Schuss, Eisjade-Erosion, DDD-Abwerbung, Esskraft-Retroaktiv. Unüberlegte
Einmischung. Dinomorphia Grobian. Grob. Grotzer. Nee, wahrscheinlich großer. Tyrann des Donners. Grava. Esskraft. Lapswell? Lapswell. Und dann kommen wir zu Battles of Legend Crystal Revenge. Lapskaus. Stonehenge. So einfache Karten kann es auch geben. Schwarzflügel. Gramm der leuchtende Stern. Kristallungeheuer Rubinkarfunkel. Todoroki der Erdblitzstern. Und entwickeltes Kristallungeheuer Kobaltadler. Naja. Jetzt sind wir wieder bei der ersten noch. So solche Karten gibt's auch und dann alle so gottlos lang. Apparatekiste. Kristallungeheuers Marktschildkröte. Drachenkrallen. Senko der Himmelsblitzstern. Und Schwarzflügel Vajo das Symbol der Ehre. Da sind ja wirklich wenig drin. Das sind fünf. Das variiert immer so stark. Gegolem Kieselhund. Yeah, Doggo. Großer Lavender Kreis. Raijin der Splitterblitzstern. Chaos Daedalus. Entwickeltes Kristallgeheuer Saphir Pegasus. Dann kommen wir zu Invasion of Chaos. Ich glaube, ich habe hier das Pack, was ich fürs Intro benutzt habe. Da hängen die so ein bisschen aneinander wie den Kirschen. Invasion of Chaos. Inferno. Verfluchtes Siegel des verbotenen Zaubers. Seelentiger. Die Seele eines Tigers, der sich von menschlichen Seelen ernährt. Er ist eine wohlbekannte Seele, der du nicht in einer finsteren Gasse begegnen wirst. Zweimal Seele hintereinander. Dreimal Seele. Dreimal sogar? Ah ja. Zwei Seele im ersten Satz und dann noch zweite im zweiten. Okay, dritte im zweiten. So, Silphid. Verrückter Hund der Finsternis. Heute ist Doggo Day. Einst war er ein normaler Hund, der gerne im Park spielte, bevor die Mächte der Finsternis ihn verdarben. Oh, ist das traurig. Grand Maju der Eiser. Das ist eine gute Kombi. Herrscher des Gifts, heiliger Kranich und heimlicher Vogel. Ganz schön heimlich alles. Und heilig, vogelig. Heimlich. Irgendwas. Kniffhüpfer, Geist des Topf. Was denn? Entschuldigung, aber Kniffhüpfer hat mich gerade bei Surprise, das war. Das Ding im Krater. Ich bin gerne Kniffel. Stolpern, Ketten verschwinden, Eindringlinge der Finsternis. Secret, ne, glaube ich? Ja, ja. Fenrir, schwarzer Ojama. Er ist Teil des Ojama-Trios. Man sagt, er mische sich überall ein und zwar mit allen Mitteln. Man munkelt außerdem, dass etwas Besonderes passiert, wenn alle drei sich treffen. Haben die eigentlich alle... Die haben alle den gleichen Text, genau wie die Armteile da alle von Exodia. Selbstzerstörungsknopf. Ja, also da muss man nicht nochmal vorlesen, wie du den grünen oder den gelben Drama hast. Hä, da steht dann eine andere Farbe. Das ist eine andere Karte. Der Name, ja, aber nicht der Text. Der Text ist der gleiche. Rio Cocky. Ja. DNA-Transplantat. Don Schildkröte. Ballon-Echse. Sasuke Samurai Nummer 3. Gigantes. DD Grenze. Herrscher des Gifts. Turm von Babel. Ja, Secret wäre auch nicht die man haben möchte aus dem Set, aber eine. Nee, die andere ist schon besser. Ja, aber es gibt ja nur zwei immer. Ja. So, dann haben wir Nummer 93, Utopia Kaiser. Pendelruf. Schwerzählend Bösherrscher Xijing. Longjuan oder Longguan, ich weiß gar nicht, wie man das genau spricht. Chaosjägerin, hey, du hast auch schon ein Rebrand gehabt. Und ein Held lebt. Ich weiß gar nicht, ist Utopia Kaiser so cool? Das war, glaube ich, eine Dings-Promo, ne, glaube ich? War eine OSS-Promo? Ja, ja. Nee, den sind raus. Leg ich nicht. Die Iris-Schwertseele. Hab ich und den würde ich rauslegen, der ist cool. Schwertseelenbösherrscher Cheating Longjuan. Das ist der gleiche, den ich gezogen habe. Oh weh, ich hab ja. Den auch. Chaosjägerin und ein Held lebt. Gibt noch Chen Jing und so noch drin, aber. Der ist ein guter Pull. Galaxieaugen nach Glimmdrache. Himmelsjäger. Himmelsjäger Ass-Spielmarke. Ja. Ducky, die anmutige Mayakashi. Ältestes Wesen. Oh, da ist er! Oh nein. Schwertseelen, Oberherrscher. Na gut, Cheng Ying. Ja, Cheng Ding. Der kann mit raus. Das ist eine sehr gute Karte. Und die geht auch was. Zu lesen. Ja, es ist ein bisschen angenehmer zu lesen. Ja. Ich hab's wahrscheinlich trotzdem richtig gemacht. Ja, der Long Yuan ist ein bisschen komplizierter. Dann kommen wir zu Cyberstorm Exodus, Fusionsduplizierung. Goldstolz, Kopf an Kopf. Manadium-Umdeutung, superstarker Samurai, Seelengeier-Verstärker. Schutzkultiersprecher. Cybersweise, Pendelamond, Traumturm der Prinzessin Nimleria und Sakitama. Hasenohr Schwärmerin, Manadium Umdeutung, Cybers D-Speichwürm. Was? Was? Verstärken! Träumende Nimleria,
Cybers Weise, Bestrafung der Schwertseele, Solfacord Sinfonie, Fallen aufspüren. Das war recht unspektakulär. Oh. Süße Träume im Lerian. Man hat hier Vorstellungen. Die Tüte der markierten Mäuserritter, der Kometengeneral. Wiedergeburt der siebenten Kaiser. Traumturm der Prinzessin Nemleria, die süß lebt. Pendelanhänger. Ein zersplittetes, farbloses Reich. Pendelamond. Dann kommen wir zur 25th Anniversary Rarity Collection Nummer 1. Bin ich mal gespannt. Ob wir ein Holy Pack haben hier mit, neben Super Rares mit den coolen Sachen. Oder auch interessant wäre das Pack, wo du alle. Also eine Karte 5-mal ziehst. Dekodiersprecher heißt Seele. Magiegeladene Fusion. Dann haben wir Dimensionsbarriere als Platinum Secret Rare. Ja, man muss noch mal gucken bei den Alten, aber ja, das ist eine Platinum Secret. Man hätte es besser machen können. Aber ich sehe schon, dass da kommt noch eine Holo. Gott, Alter. Oh, die verklangen Longinus Lanze als Ulti. Da legen wir natürlich auch raus. Und Fremdenführerin aus der Unterwelt als Ultra Rare normal. Boah, die Ulti. Aber ja, ich sehe zuerst, ist es Secret? Nein, ist es. Natürlich wieder. Verbotener Tropfen. Den kannst du auf jeden Fall rauslegen. Cherubini, schwarzer Engel des brennenden Abgrunds. Artemis, oh, Magister. Ist es Worte? Ja. Oh Gott. Antiker Feendrache. Und Selene, Königin der Meistermagier. Das ist ein Collectors. Oder ein Collectors. Ja. Ah, okay. Sehr krass, sehr gut. Das ist ein gutes Pack. Also zwei Luxus Rest und eine Droppel. Man könnte meinen, die sehen sich ähnlich. Ja. Die gar nicht in der Lore. Ich könnte meinen, die habe ich wahrscheinlich beim Sortieren irgendwann mal tausendmal verwechselt. Spielmark und Magister ist ja genau deren Spielstil. Betäubende Magierin. MacRitter Crusadia Evramax. Zeitdieb Wiederholer. Zwangsevakuierungsgerät. Märchenschweif Moon. Das war kein gutes Pack, leider. Da hat Daniel und ich schon alles vorweggezogen. So, dann kommen wir zum Photon Hypernova. Wir bekommen noch mit dem dritten Starlight Rare Kastira Reisart, aber das Playset. Band. Yagu Ramago, der Panzerungsninja, feuerfrei springend, Skischki Grauen, Tränklage Perlegia und dann der Arktos Nummer 12, Chronokluft Valens. So viele gibt es gar nicht, gibt Arktos nur einmal. Ja, Meteorsturz, Monokroid, Licht der markierten, riesiges Ballspiel und saure Verspätung, roter Essig-Eiltransport. Oh Gott. Das ist. Ist es eigentlich auch irgendwie so? Nee, das ist nicht. Saure Verspätung. Ich dachte, das wäre irgendwas mit den, mit diesen ganzen. Ganzen Schiffen, aber das hat damit gar nichts zu tun. Das ist Deutsche Bahn. Ja. Dynamondo, Yaguramaru, der Panzerungsninja, Kashtira Überlappung, Schreckensklaue Kashtira, Abgrundschauspieler Generalprobe, General Probe, Bessel Trice, Vertrauter des Bösauges, Gio, der Gravitationsninja, Abgrundschauspieler Superproduzent und mentaler Empfänger. Was ich jetzt gerade so mental empfange. Piu, piu, piu. Numeron. Schöpfung. Markiert. Widerfahren. Feuer freispringend. Springend. Dynamondo. Goldstolz? Ja, Goldstolz. Nitrokopf. Mhm. Licht der Markierten. Oh, saure Verspätung, roter Essig-Eiltransport. Meine neue Lieblingskarte. Ich dachte wegen Essig und weil das Ding ist auch Nigiri, irgendwie so Reisweinessig und so, dachte ich, das hat irgendwas damit zu tun. It is trades. Ja. Güterverkehr. Sari von der Silberschwingen-Axt. Mentaler Empfänger. Das wird dann das Subdeck von den Trades. Ja, dann gibt es ein Güterverkehr und Personenverkehr-Deck. Öffentlicher Personennahverkehr. So. Oh, soweit Survivor ist Regen und Frostosauri einsteigen. Der Stoffwechsel dieses Monsters ermöglicht es ihm, lange Kälteperioden zu überstehen, indem es seine Kraft einsetzt, zu einer Kreatur aus massivem Eis zu werden. Nichts anderes kann solchen Temperaturen widerstehen und alles wird Opfer seiner eiszeitlichen Rache. Fossile Grabung, ansteckende Ausrottungsvirus, Spezialrezept des Küchenchefs, Deckverwüstungsvirus, Bezwingerseele Katastrophen-Cäsar und Fueglasia de Nouvelle. Warum ist Frostosauri wütend? Weiß ich nicht. Weil er kalt ist. Okay. Weil alle seine Freunde erfroren sind, wahrscheinlich. Und an wem rächt er sich dann? Am Wetter? An dem Meteor, den kriegt er kaputt. Transzendosauria Gletschosauria. Toller Name. Tierverzierter Archosaurier. Riesenrex. Es kann nur einen geben: Deckverwüstungsvirus, Evolsasolda und Bezwingerseelen Dreifachangriff.
ist er einfach traurig und deswegen wütend. Supersteigflug. Bezwinger sehen Katastrophen, Cäsar. Frostosaurier. Spezialrezept des Küchenchefs. Feuerformation Tanky. Oh Mann, ich hätte nicht lachen sollen. Rezept personell. Ich habe mein Personalrezept. Transzendosaurier Meteorien. Kannst du sogar auslegen, ist gut. Das sind die alle so blöd, ne? Mit so Gletscher. Ah, nee, warte, das ist nicht der. Das ist nicht. Das ist der Transzendent, das ist der Xeno. Okay. Übersehen. Seele des obersten himmlischen Königs. Waldpsychischer Kampfporter. Gen der Diamanttiger. Sterne begegnen sich über dem Schrein. Klagelied des Reichs. Achtheitstagesanbruch, IAA, invasive außerirdische Art, IAA, und hier auch nochmal, Concours de Cuisine, kulinarische Konfrontation und Pendel-Evolution. IUIAA. UIUAA. Bam, bam, wing, wing. Shinobaron Schattenpfau, Tarai, Wattkönigreich, starrer Blick der Schlangenaugen, SP kleine Ritterin. Secret? Ja. Okay, Quarter wäre insane, ja, aber Secret, hätte ich nicht gedacht, dass das im Display noch ist. Hätte ich meine Random Pack Openings doch ein bisschen früher machen sollen. Die geht jetzt nicht mehr so viel. Ich sag schon mal auf Wiedersehen zu euch. Ja, das Einzelne wird schwierig. Vermögende Bergarbeiterin. Berganbeterin. Ja, ich wollte sagen, ist nicht eine Gottesanbeterin? Ja, aber. Statt den Gott, kommt sie nicht so weit, deswegen muss ich den Berg anbeten. Ja, die Berge aus Gold, okay. Alpha-Beschwörung. Ken, der Kriegerdrache und Achtheits Tagesanbruch. Wow, das ist dann noch in dem Display noch in der SP Little Night war. Holy shit. Ja, muss auch noch eines ziehen. Was, ich? Ja, in Quarter einfach nochmal. Ansprache. Also soll dann so goodbye, Daniel. Sterne begegnen sich über dem Schrein. Shinobaroness Schattenpfau. Transzendosaurier Exaraptor. Über den Pendel. Gefallener der Tistina. Verfluchte Brautpuppe. Lobrede? Lobrede. Lobrede. Ich dachte, er hat schon wieder irgendwas Französisches. Nee, Lobrede des Reichs. Erdgebundener Diener Geo Gremlina. Dann haben wir Battles of Legend Monstrous Revenge. Lamia. Betende Gottesanbeterin. Sie ganz viel mit Beta hier dabei. Bauer der Puppen. Schutz der Elemente und RGB Regenbogen. Lotion. Lotion. Weise der Mildtätigkeit, Ciela, Turm der Puppen, Nopunk, Siamin, Exis Bento und Dante Reisender des brennenden Abgrunds. So gut ziehst du wohl auch nicht. Mist. Ne, brauch auch nichts mehr zu ziehen eigentlich. Psst. Ich will den mental fertig machen. Weiser der Klugheit, Himmel. Weise der Mildtätigkeit? Ja, bestimmt. Ciela. Groll der Viper. Nopunk C. Amin. Ich meine, fühle ich mich, als hätte ich getrunken. Elementar hält Flammenflügel, mein Höhlenwut. Das ist doch kein Mittel. Dann haben wir Circuit Break. Ist da nicht Sneefing drin? Sneefing? Ich glaube, Sneefing ist drin. FA Offroad Grand Prix. Flinker Biber. Yeah. Tempel des Inneren Auges. Annes Trakete Drache. Destrudo, der Schauer des verschwundenen Drachen. Rare. Alter Geist Zelquiter. Drachensoldaten. Alter Geist Contige und Kondensator-Pirscher. Kondensator. Gib mir den Kondensator. Amazonischer Schoßtiger. Link Infraflieger. X-Crawler Synapsis. Ja. Link Neustart. Samurai. Das ist eine gute Rare. Kaliberladedrache. Oh, Coverkarte. Ich glaube, wir können sogar die Ram mit rauslegen hier, echt? Den Samurai Destroy. Das ist ein Tempo, eine sehr gute Karte. Okay. Crawler, Exxon, Amazonische Kaiserin, Amano Iwato. Willst du den auch? Naja. Aber der ist sehr gut momentan, weil er hat gegen Jubel. Hat er keinen weiteren Print bekommen? Nö, ist immer noch okay. Sein einziger Print. Na den. Hat das einen Grund, warum er die guten Sachen hat? Oder und ich nur so? Weiß ich nicht. Das liegt an ihm wieder. Okay, nächsten Rüstung. Wir zusammen nicht mal kommen dann eben Kloster hin. Crawler Dawn. Tempel des inneren Auges. Persönliches Spoofing. Metaphysischer Vollstrecker. X-Crawler Neurogross. Lunarlicht Kaleidoküken. Cybers Funkfeuer. Funk. Dunkler Engel. Tactical Masters. Das ist ein einfacher Name. Der dunkle Engel. Dark Angel, das, ja. Das klingt gerade noch jetzt. Labyrinth Drachlysti. Zion der Valens Bogenschütze, runische Entzauberung, Bärenblocker, yeah. Fallentrick, Labyrinth Kukur und Valens Sprengbaron.
deswegen auch meinen Baron. Bärenblocker, Eindringlinge der Finsternis, Tollkönigier, Melis, Dame des Jammers, Runische Verlockung, Lilith, Dame der Wehklage und Runischer Goldener Tropfen. Ich mag die jammernden Leute. Wir sind ungefähr bei der Hälfte und Daniel ist einfach schon gefühlt meilenweit weg. Astrograf, Zauberer. Oh, du hast eine Collector's Rare, ich sehe schon. Spoil doch. Labyrinth, Erz und Verwendlamm. Bärenblocker, oh, wir hatten alle einen Bärenblocker. Du Landenallianz, Tollkönigier und Chinonome, die Weiden. Ich glaube, die hatten wir auch in unserem Case. Die ist jetzt nicht viel wert, aber es ist eine Collector's Rare. Legen wir mit raus. Dann die Begeisterung hält sich in Grenzen. Ist eine Collector's Rare. Schick. Kann man gut collecten. Königinnenvogel. Königinnenvögel. Dieses Monster greift seine Feinde mit seinem riesigen Schnabel an. So, okay. Chor der heiligen Städte. Hamburger Rezept. Mauerschatten. Chiros Schattenspeer. Speeridiot. Klangvogel. Mechanische Schnecke. Eine Cyborg-Schnecke, die sich noch immer mit langsamer Geschwindigkeit fortbewegt. Tribut. Noch immer. Auf Englisch ist das die beste Karte, einfach toll drauf. Auf Deutsch, toll. Spielautomat. Die Fähigkeiten des Automaten hängen angeblich von den angezeigten Spielergebnissen ab. Wow. Spektakulär. Zuverlässiger Beschützer. Antike aus dem tiefen Wald. Diese Kreatur nimmt die Gestalt einer im Wald lebenden weißen Ziege an, ist jedoch tatsächlich ein Stammesältester des Waldes. Das ist halt so bescheuert. Also schließt sich das aus, oder? Ja. Ziegen können nicht Stammesältester sein. Okay. Karatemann. Friedensbote. Die kann man rauslegen. Geschmolzene Zerstörung, mystische Plasmazone, flammenfressende Riesenschildkröte. Eine Schildkröte mit Purpurpanzer, die Flammen frisst. Mhm. Genial. Giant Turtle who feeds on flames. Langarmgreifer Nummer 2. Eine Amphibienkreatur mit zwei peitschenähnlichen Schwänzen. Aber da nochmal Friedensbote nochmal mal oben drauf. Ganz ehrlich, die Karte ist momentan sogar not so bad, einfach mit Runix. Ist das ein Taihon? Ja. Zwei. Ja, es gibt doch nur ein Eins. Ein purpurner Drache, der Feuerbälle speit und so ein flammendes Feuermeer verursacht. Pfau. Ein großer Pfau, der seine Federn mit tödlicher Geschwindigkeit verschießt. Der klingt ja sogar noch spektakulärer. Elfenhandspiegel. Labyrinthmauern. Diese Mauern bilden ein Labyrinth, das für Gegner keine Ausgänge hat. Wir sind Gegner. Wir wissen das nicht. Mystische Tomate. Ja, mechanische Schnecke. Die hatten wir zum Glück schon. Horn des Lichts. Freskabuben. Aus oh, beide zusammen. Das finde ich cool. Die beiden Traps. Dann 25th Anniversary Tin. Dueling Heroes. Gott. Fenrir. Guter Pull. Fenrir. Librumantenverbindung. Eigentlich so jetzt bei der Doggo Lounge jetzt, da müsste der Fenrir gut passen eigentlich. Dunkler Vertrag mit Patentlizenz, Librumantendebüt, Großzahndrache, Dinomorphia Schall, Lichtgesetzmittel, Dinomorphia Raserei, Yorishiro des Wassers, Runischer Schlummer, und dann haben wir markierten Verbannung und Visa Starfrost. Gott, was haben die denn hier bei der Runischen Schlummer und beim Visa Starfrost wieder hingekriegt, dass das dieser Secret-Effekt und der Ultra-Effekt so ein bisschen einfach die Schrift wieder weg ist. Dann nehmen wir den gleich mal zur Seite und dann haben wir noch den Epsilon nach Magnetkrieger. Oh. Einfach dazugelegt. Runische Zauberung, Melfi-Blick-Duell, Labyrinth-Vorbereitung, Baku der Ungeheuer, den jetzt auch Doro. Simul Erzunterwelt, das ist auch eine gute Kombi. Und Amorfaktor Pain, der imaginäre Drachoberherr. War da immer schon mit E geschrieben? Das wäre mit A geschrieben gewesen im Deutschen. Das First Print. Sieht so komisch aus mit dem E. Der war immer mit E. Okay. Ich häng mich eher darauf auf, dass ich von dem Doro nichts wusste. Den Bug? Hä, den haben wir doch, hab ich dir doch gegeben, glaube ich. Direkt nach dem Opening. Okay. Melfi Penny. Schreckensklaue Astra. Librumantenverbindung. Eisjade Schöpfung Egiro Cassis. Librumantendebüt. Amphibischer Bagroth MK. Ist es 11? Ja. Yamatako Orochi. Dinomorphia Steph Burgia. Kashtira Vorbereitung. Ariane, die Labyrinth-Dienerin. Soll die raus? Schreckensklaue Lichthart. Ja. Carthogön oder so heißt ja, das. Ja, Spiegelung.
Katorin, die versteckte Perle des Strandes. Ja, okay. Rebellionskönig Leonidas, viel angenehmer. Ziffernstörung. Runischer Peiniger, peinigender Sturm. Gurkenpferd. Edler Ritter Kastinen. Und runische Entzauberung. Nein, man hört sehr selten, wenn jemand sagt, das war ja viel angenehmer bei einer DDD-Karte. Ja. Eigentlich sind alle immer so ein Block von Text. Ich glaube, die Namen finde ich alle angenehmer zu lesen. Man hört auch sehr selten, dass jemand sagt, Gurkenpferd. Ja, das ist auch ein gutes Anspielung. Daniel einfach 10 Milliarden Vorsprung. Alter, sind das viele Karten, Mann. Liebromant Agent. Liebromant Doombroker, wahrscheinlich hieß das dann Agent. Ist mir egal. Dinomorphia Umkehr. Melfi Valli. Ichiro Gus Hauptbuch. Lustige Melfis. Puppenmonster Bärbär. Selbst wenn wir kaputt gehen, ist das nicht schlimm. Großvater Demetto kann uns reparieren. Ich hätte fast Demenz so gelesen. Und Mädchen. Ultimative Fusion. Schreckensklaut. Tryhard. Psi Endbestrafe. Der abgeheuerliche Albalos. Schwarzflügel, Zwillingsschatten, Exoschwester, Rückkanal, Unterweltritual der Wahrsagerei. Grausiger Trick des Erzunterwelt, das Ninjitsu-Kunst der tanzenden Letter. Und Dracoback, der Reitdrache. Mal zu Phantom Nightmare. Goblin-Freifalltrupp, Prozession des Teekrugs, Mementolanischer Dachboden. Geist, Zeitnachlader, Psi-Arsenal, dreieugiger Geist, Schwalbenkauri, 100-Füßler-Schwarm und erdgebundene Fusion. Das waren relativ kurze Namen für so ein neues Pack. Ja. So viel Dachboden. Ja, der Dachbodengeist. Weißaura, Schweinswal, E-Stranger, Urknall. E-Stranger. Du hast E-Stranger gesagt. Ja. Das ist E-Stranger. Nee. Oh, ist es wirklich? Oh, ich dachte, hä? War nicht sonst E-Stranger? Jetzt bin ich verwirrt. Nee, vielleicht ist es eine andere Karte, die so ein Wortspiel hat. Phantasma beschwörender Herrscher. Berserker Erzunterwäldler. Goblin Biker Mien Mitleidloser. Für dieses Denglisch, ne? Trihorn, das kakophonische Konzert. Glanz der stimmlosen Stimme. Materialisierung. Großer Panikansturm der Goblin Biker. Kakophonisch. Habe ich das Gefühl, ich spreche nicht die gleiche Sprache. Zauberer durch Seebeck. Berserker Erzunterwäldler. Macho-Drache. Fischlampe. Siehst du, das ist was Solides. Oh. Magisch-Spenst Orthos. Null. Kannst du rauslegen, das ist nicht Secret. Ja, mach ich. 100-Füßler-Schwarm. Aromamischung. Notfallapport. Finsteres Element. Maze of Memories. Keine Baron, bitte. Ich will keine Baron sehen. Gerichtshof, Schattenleichenfletterer des Labyrinths. Passend zu, ich glaube, ich habe... Du hast den Mauerschatten gezogen. Ja, und sie hat die Labyrinthmauer gezogen. Ja. Tiefe dunkle Fallgrube, eine neue Zukunft schmieden, Ririoko-Wächter, Labyrinthmauer, haben wir schon vorgelesen, und Torwächter von Donner und Wind, auch in seiner Welt. Ist er dann im Labyrinth drin? Ja, er geht dann so durchs Labyrinth, das war in der ersten Staffel. Und es gibt für Gegner kein Entkommen. Ja. Kaiserliche Eisenmauer, Meckritter Roter Mond, Antiker Feendrache, Kahio Regetsu, Pfingstrose der Rikafee, Labyrinthmauerschatten und Zion Neue. Bist du? Achso, Entschuldigung. Einsatz verpasst. Ich war noch beim Labyrinth. Ich war noch im Labyrinth. Also momentan bin ich also meilenweit weg von euch beiden. Also selbst da komme ich nicht mal even close. Die drei kommen nicht mal gegen den Genjing. Blauer Himmel. Königlicher Elass. Meckritter Roter Mond. Battle Royale Modus beitreten. Torwächter. Ricker Blütenblatt. Schwerer Labyrinthpanzer. Ist der auch in dem gleichen Labyrinth? Ja. Ja. Geil. Da geht ja richtig was ab in dem Labyrinth. Das so, finde ich cool. Dimension Force. Überraschungskette. Parasomniekissen. Yeah. Medium des Kriegsfelsens. Algul Masera. Libromant Fireburst als Ultra Rare. Oberstes Meer. Heroischer Champion Jan Graper. Lichtgesetzmittel und symphonischer Krieger Rox. Schreckensklauen Alternative, Ichirokus Hauptbuch, Therion Steh auf, Therion Schnitterfum, Drachenfluch der magische Ritterdrache, Oberst auf der C-Seite, ja. Mhm. Ersatzmannschaft, Oberstes Meer, Krentengu. Ja.
ja noch 13 Packs, mein Junge. Um Gottes Willen. Medium des Kriegsfelsens. Heroische Herausforderer, Knöchelschwert. Therion, steh auf. Manischer Prügler. Witterungsvorhersage. Heroischer Champion, Jan. Omega-Urteil. Symphonischer Krieger, Gitarre. Amphibischer Bugrot? Der MK11. Ja. Wir wissen, irgendwer. Irgendeine Karte. Dann kommen wir zu Soul Burning Volcano. Da haben wir Nummer 105, unermüdlicher Boxer Star Cestus. Großer Lamander Zorn, unermüdlicher Boxer Kopfschutz, großer Lamander Gebrüll und dann ein vulkanisches Randfeuer. Unermüdlicher Boxer Switch Hitter, Glutbeschleuniger, großer Lamander Erhabenheit, Wille des Großsalamanders und Großsalamander Signalux. Die sind ganz schön unermüdlich, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist die C-Version. Nummer C105, unermüdlicher Boxer Kometzestus. Großsalamander Gazelle. Brennendes Ziehen. Oh! Großsalamander Wiesel. Super rare. Kannst auslegen. Und Nummer 79, unermüdlicher Boxer Nova Kaiser. Invasion Vengeance. Totally Awesome? Ja. Oh ja! Oh, da hätte ich Bock drauf. Ist das... Barrier ist auch drin, oder? Barrier, glaube ich, ne? Ja, wollte gerade auch sagen. Barrier, glaube ich. Ja, ist auch lustig. Geneter Dino. Kurzer Kumpel Kettengiraffe, Christron Zugang, Feuerritter vereinigt, Rotäugiger Einblick, sehr gute Rare. Oh. Drehkraftabstimmgetriebe, Palazzischer Dynamiscus, Christrons Mega und Fantastisches Pendel. Ich glaube, den lege ich mal raus. Der hatte überhaupt schon. Hast du schon? Der einen Reprint, glaube ich, gehabt oder so. Ich glaube auch. Aber er ist immer noch teuer. Ich glaube, der ist immer noch teuer. Feuerräder. Ja, ja, er wird zusammengeschrieben. Das vereinigt. Okay. Blumenkartian Ahorn mit Reh. Polychimäwesen Hydragon. Christron Tüstvern. Aroma Seraphie. Rosmarie. Oh Gott. Sternritter Entstehung, Paläozoischer Leancholia, Chemiewiesen Oxyox, A-Zellen Rekombinationsgerät. Das ist für uns alle die sechste Stunde. Oxyox. Yeah! Künstlerkumpel ausgeflipptes Nilpferd. Wie heißen die? Christron. Was? Prasiöte. Oh Gott. Christron Prasiöte. Chemiewesen Carbocrab, Polychemiewesen Hydragon, charmante Ressortangestellte, Sternritter Entstehung, A-Zellen-Rekombinationsgerät, Paläozoische. Oh nein, Dynamiscus oder ich habe ihn auch gerne Dinomischus genannt. Dinomiscus. Ich hätte ihn Dinomischus genannt, yeah. Aber christodisches Potenzial. Dann kommen wir zur Maze of Millennia. Magispenst Kreata, erdgebundene Geoglyphe, Notfall, Baphomet, Salamandra mit Kette, Cabrera-Stein, nicht der Carrera-Stein, und Ashoka-Säule. Das ist keine Carrera-Strecke hier. Retten! Alter Geist Multitäuscher, Synchrojagd, erdgebundener Diener Geogremlin, Kotek, Oberste Wut, und Clawless, Chaoskönig der finsteren Welt. Ich möchte auch nur so ein Wort, was ich mit Nachdruck sagen kann. Vielleicht kriegst du es ja. Totempfahl ist es nicht. Hundertäugiger Drache ist es auch nicht. Magisch Benz Zyklon. Erdgebundener Gefangener Linienläufer. Alarmieren! Dankeschön. Erdgebundener Diener Geokrage. Kaido Terra. Metal Raiders. Donnerdrache, das ist nicht schlecht. Antiker Elf, ein Elf. Dieser Elf lebt angeblich schon seit tausenden von Jahren. Er führt eine Armee von Geistern gegen seine Feinde. Occubeam, diese Kreatur ist eine fürchterliche Erscheinung und gebraucht sein riesiges Auge und seine großen Ohren, um jeder Bewegung folgen zu können. Musikerkönig, falsche Falle, Sagi dunkler Clown. Dieser Clown kommt aus dem Nichts und führt sehr seltsame Bewegungen aus, mithilfe derer er sich den Angriffen seiner Feinde entzieht. Deutsch. Doppelgängerin der Königin. Raketenwerferspinne hatten wir schon, oder? Nicht.
Ach nee, wir hatten Slot Machine. Ich bin doch so auf Bandit Keep. Hatte nicht auch die Raketenwerfer spielen? Ja. Ne? Eine mechanische Spinne mit Raketenwerfern, die willkürlich feuern können. Und Lady des Glaubens besäftigt die Seelen anderer, indem sie einen mysteriösen Zauberspruch singt. Lady. Ah, das ist so fast. Die kann man schon fast rauslegen. Von der Dragon. Kaminari-Angriff. Ich krieg den mal dahin. Kann man Kaminari-Angriff? Nein, der hat so ganz viele Rhythmus gekriegt. Sumpfkampfwächter. Kriechdrache. Dieser geschwächte Drache hat seine Flugfähigkeit eingebüßt, stellt allerdings immer noch eine tödliche Bedrohung dar. Muka Muka. Schwerer Sturm. Oh Gott, Daniel, Alter, was ist los mit dir? Babydrache. Dieser Drache sieht zwar noch sehr jung aus, aber er besitzt bereits ungezügelte Kräfte. Stahlskorpion. Gesichtsloser Illusionist. Wehrt die Angriffe von Feinden mit der Kraft der Illusion ab. Pilzmann Nummer 2. Da ist einfach insane. Bei ihm muss man hier bald eine zweite Reihe anfangen oder so. Das ist halt. Ja, ich habe ja mehr Platz als ihr. Das war ja schon. Das war schon gebucht. Ja. Pilzmann Nummer 2. Lavakampfwächter. Sprenggaukler. Wächter des Labyrinths. Gehört der auch zu? Nein. Oh Mann. Wächter des Labyrinths. Ein Monster, das den Eingang zur Unterwelt bewacht. Ich finde es sehr schade, dass der nicht dazu gehört. Oh, Gucci. Schattenleichenfledderer. Das ist der gehört zum Labyrinth. Der gehört zum Labyrinth, yes. Aber da steht nichts mit Labyrinth. Kleiner Schwertkämpfer von Eile. Gazelle, König der mythischen Bestien. Siehst du? Ja, er gehört zu den... Das ist der Boy. Er ist er, ne? Das also ist er, ja. Ist das der gleiche oder ja, ist das... Ja, das ist Labyrinth. Ah, das ist das Labyrinth. Entschuldigung, ich muss Gazelle vorlesen. Dieses Monster bewegt sich so schnell, dass es dem Auge sterblicher wie eine Illusion erscheint. Du musst den unteren Text nicht vorlesen. Diese Karte wird immer als eine Phantomungeheuerkarte behandelt. Antike Kampfeidechse. Bevor die Menschen kamen, war diese Echse der uneingeschränkte Herrscher der Welt. Natürlich, okay. Sicherlich. Hä, und der Fossosaurier nicht? Pumpkin Geisterkönig, das war meine Lieblingskarte als Kind. 2022 Tin of the Pharaoh's Gods. Da gab es ein paar nette Reprints. Ash und so. Und man könnte ja nochmal einen Talents. Mit Metallfose verschwindende, Eisbrisen-Refrain, Sonnenavalon, Melias, bewaffneter Drachenblitzschlag, despianische Tragödie, bewaffneter Drache, Donner Level 5, binärer Schwertkämpfer. Und ich hab gesagt, die Chance ist niedrig, aber er ist eine Super Rare, oh mein Gott. Ich muss das gottlose Schiff nicht vorlesen. Endlich konnte ich den Hafen besuchen, der sich auf Gunkan-Suchschiffe spezialisiert hat und auf den ich schon eine ganze Zeit lang neugierig war. Der Premium-Schare hier ist auf 2000 Suchschiffe pro Jahr limitiert und verwendet speziell entwickelten sanft gereiften Reis, der den Schiffe ein ganz eigenes, sinnvolles, schwungvolles Aussehen verleiht. Die klassische Atmosphäre hier hat mein Herz berührt. Das servierte Suchschiff hatte eine perfekte Balance aus Essig, Nigiri, Glanz und Form und bewies exquisite Handwerkskunst. Der Besitzer erwähnte seinen Plan, in naher Zukunft schweren, aber doch mild riechenden Edo-Front-Rotweinessig zu verwenden, der per Zug geliefert wird. War das der? Ich glaube, das ist der. Oh, siehst du, dann passt es doch drauf. Worauf ich wirklich gespannt bin. Ich war allerdings ein wenig enttäuscht, dass das Meer rundherum ein wenig geräuschvoll war. Darum gebe ich 4 Sterne mit der Hoffnung auf Verbesserung in der Zukunft. Das heißt, er kommt per Zug an, der Essig. So, Sternstaubsynchron. Wir waren da erst bei der Super Rare. Vertrag mit der Unterwelt. Komm, bin ich bewohnt. Ah, das wäre ein guter Pull gewesen, wenn es jetzt die Reprints nicht gewesen wären. Ah! Prismatic Secret Unterwelt, da gehört in der geschlossenen Welt. Ah! Nein. Und Volufringis, der finstere Drachen... Untergangsreiter? Gunkan Suchschiff Uni, Meisterschaft Option, Eisherde Akti, Magieschlüssel, Mechmuskete, Bartospringe, Eisherde Wiege und Linkapfel. Und? Es ist der. Es ist roter Essig-Eiltransport. Der wird per Zug geliefert. Der muss aber schnell dann kommen. Der hat richtig Bock auf den neuen... Der hat ja auch Verspätung. Ja. Saure Verspätung. Ach so. Chronomaler Magella-Globus, Materiaktor Gigadra, der sagenhafte Abank, Richten der Markierten, Terror des Unterholzes, Treffpunkt der Star-Brigade. Ach komm, ich brauch was. ZS bewaffneter Weiser, Danmari Edignista, Drachenlerche Pyren, DD Angriffsträger, Miniaturwelt. Das ist genau das gleiche schon wieder. Despia Theater der Markierten. Ich kann sie glaube ich auch auslegen. Also nicht das markiert Ding, Tapferschwung, riesige Käferkavallerie, unbesiegbarer Atlas, Käferkavallerie-Trupp, Käferkavallerie-Schuppenbomber,
Ultra-Käfer kann man ja nicht absolut beherrschen, ist. Was denn los? Zoroark Magistus Loder-Katastrophe. Ja, es sind ja Prismatics immer noch keine. Also, wir wollen ja Secret Reprint, ist ja nicht Prismatics. Sind ja Prismatics. Sind wir offen, deine Statistiken hier zu künstlich. Ja, nachher ist auch wichtig zu wissen. Du hast eine Collector's Rare gezogen. Und war das, warst du? Du nicht. Du hast eine Prismatic Collector's Rare gezogen. Sechs, ja. Oh. Eiblonde ummantelte Drache. Jetzt ist schön warm. Bewaffneter Drachensitzschlag. Gizmek Taniguku, der unbewegliche Intellekt. Sternrakete. Starsternregler. Entfesselter Ungeheuerkönig. Buch der Mondverfinsterung. Der zerbrechende Zerstörungsgott. Hauch des Lobes. Starbrigade Kit. Laval Exlord. Käferkavallerie Stechlanzenträger. Eisjade Akti. Ad libitum von Despia. Käferkavallerie-Formation. Live-Stern, Zwilling, Sunny Spitze. Raketenkaliber. Ich lese hier alles vor, was da steht. Dann haben wir Duelist Nexus. Oh Gott. Aufkriegen. Veda Kalanta. Evoltil Pholis. Der zu Kroon befohlene Kuckuck. Synchrowelt. Magnum der Ablöser. Finis Terre, Turm der und Necrowelt, Mikanko Geisterlauf, Q-Belt der Klingendrache und 100 Millionen Jahre Eisgefängnis. Das klingt wie was so ein Kind sagen würde. Für dich gibt's 100 Millionen Jahre Eisgefängnis. Das hat ja auch der Frostosaurier bekommen. Ja, stimmt. Losgekettete Seele von Shabara, Radsynchron, Evolsaurier Lios, Rettungsass Verhinderer, Revolutionssynchron. Oh Gott, das kann doch nicht sein, Alter. Daniel. Kleiner Streit. Das Wort gibt's hier auch gleich. Epos von Charles. Das ist unverschämt. Pseudomosaurier, Errichtung der neuen Welt. Hast du mich gerade zu Dummosaurier genannt? Was? Oh mein Gott. Ich glaub das nicht. Wie heißt denn das? Jurassisch. Jurassisch? Ja, jurassisch. Das Wort mag ich nicht. Jurassic. Ja, das kenne ich. Mhm. Jurassische Stärke. Behemoth. Der König der 100 Schlachten. Losgekehrte Seele von Chiyama. Zweiköpfiger Dino-König Rex. Flammedler-Ritter Ricciardetto. Fährt der nicht rennen? Errichtung der neuen Welt. Diabolica, die Drachogeneralin. Stern der neuen Welt. Nemleria Lufre. Schon wieder Dogus. Dann haben wir Duelist Pack, Dimensional Guardians. Ja, das ist ein tolles Set. Ein der Schreckenspelz, Super oder Ultra Rare, die gehen noch was. Roter Renner, finsterer Resonator, Captain Resonator, roter Wag, Sternvasall, Paladinamo, das ist nicht das, was ich wollte. Ach. Gefühlt war das ein Wort, was du gesagt hast. Cyberprima, Kettenresonator, roter Spiegel, roter Worm und roter Resonator. Wow. Sehr rot bei dir, dein Pack. Spielbare Karte. Synchron-Resonator, Cyber, Tudubon, Maschinenengel, Ritual, Rote, Worm, kleiner Cyber-Engel. Gar nichts dabei. Ja, gar nichts dabei. Tausendäugiger Abgott, ein böses Wesen, das die Herzen der Menschen kontrolliert. Seine tausend Augen können die negativen Einflüsse in der Seele einer Person sehen und verstärken. Magischer Typ, Vernichter Typ 0. Dunkler Feuersoldat Nummer 1, ein Sprengstoffexperte aus einer speziellen Eliteeinheit. Overdrive, ein gepanzerter Geländewagen, der mit einem Hochleistungsmaschinengewehr ausgestattet ist. Dimensionsloch. Insektenimitation, dunkle Fledermaus. Fledermäuse aus der Unterwelt, die ihre Feinde mit Hilfe übersinnlicher Wahrnehmung aufspüren. Seele der Vergessenen, ein böser Geist, der durch Hass erfüllte Seelen, der im Kampf Gefallenen geschaffen wurde, erwächst, indem er die Seelen seiner Feinde in sich aufnimmt. Und verzauberte Schwert. Was ist denn noch mit deinem Spielplan 2 in? Cyberfalke. Ein düsenbetriebener Falke, der mit Schallgeschwindigkeit fliegt. Diese Karte wird nicht als Cyberkarte behandelt. Nee, das habe ich auch nur als Gag gemacht. Totenkopfschiff. Ein Piratenschiff, das aus dem Nebel auftaucht und alle seetüchtigen Schiffe versenkt. Schwerkraftbindung. Grabräuber. Regen der Gnade. Glücksspiel. Dreiköpfiger Guido. Ein dreiköpfiges Nachtmonster, das völlig unbarmherzig kämpft. Wissenschaftssoldat. Soldaten, die mit modernsten Waffen zum Kampf gegen unbekannte Kreaturen ausgestattet sind. Das ist aber unverschämt.
Müssen wir den Rest der Hände im Hintergrund ist öffnen? Oh mein Gott. Hatten wir den schon? Nein. Flammenmeister? Dieser Krieger ist durch ein Flammenschild geschützt, der jeden Angriff vereitelt. Jeden. Doppelköpfiger Feuerdrache, der kann dem Flammenmeister nichts anhaben. Zwei durch den Effekt des Urknalls zu einem verschmolzenen Drachen. Giro Chinguagata. Trotz seiner kleinen Größe hat dieses Monster kräftige Kiefer, die Metall zermalmen können. DNA-Operation. Verrückte Schwertbestie. Fliegender Kamakiri 2. Eine fliegende Gottesanbeterin, die sich vorwiegend von Insekten ernährt. Schneetreiben. Panzerglas. Unbegrenzte Entlassung. So möchte man das nicht in der Firma haben. Ja. Oh Gott, 25th Anniversary Rarity Collection 2. Mal gucken, wie viele Rotos jetzt hier erwarten. Die cool sind TG Hyperbibliotheca, unterdrückter Planet Redsoff, Notfallteleport, TG Hyperbibliotheca als Prismatic Ultra. Ne, ja, Ulti. Dann haben wir noch eine erste Warnung als Prismatic Ulti. Dann haben wir eine Quarter. Ne, das ist eine Platinum Secret, antimagischer Duft. Törichtes Begräbnis als Secret Rare und Kräfteraum als Ultra Rare und Wächterchimäre. Oh. Nee. Nur die Secrets sind momentan interessant. Davon. Aber das war 3. Da hole ich mal wenigstens eine Menge auf. Feindkontrolle. Wenn es einmal noch erst. Rotäugiger dunkler Ramona. Wächterchimäre. Unterdrückter Planet Razor. Oh, die Secret kannst du noch rauslegen. IP Mascarina. Die kann man rauslegen. Ultimativer Schlechter. Ich kann es auch rauslegen. Antimagischer Duft. Was ist los? Notfallteleport, Rettungskaninchen. Ja. Mach mal irgendwie deine zweite Reihe langsam auf. Also. Kaninchen. Na, noch ist ja Platz. Ja, dann verteil das mal so, dass es passt. Ja. Ich glaube, du kannst sogar noch einen Tick mehr. Chaosjägerin. Fallenstellerin Rafflesia. Gedankenkontrolle. Oh, Notfallteleport. Jetzt rauslegen. Collectors Rare. Blauer Gigajet. Noch eine Collectors. Und eine Quarter. Psi-Endbestrafer. Nice. Kannst du alle drei rausgehen? Alle drei? Ja. Illusion des Chaos. Mystischer Raumtyphon. Und Psi-Höhlenlord Omega. Das ist not bad. Dann Phantom Rage. Prüfines, der taktische Feinsteller. UA Libero Angreifer. Erwachen des der besessenen Gagigobite. Tapferer Pinguin. Brigrant, der Ruhmdrache. Hey, dich gab's ja auch noch, voll vergessen. Pirialis, Kaiser der Blüten. Freilaufende Monster. Doppelavatar Rückkehr und Bankett der Millionen. Baguette der Millionen. Ist der Baguette? Magischer Makler. Mutantengeheul. Ewig infernale Wildkatze. UA Libero Angreifer. Koordinatorin von Neftis. Mutanten-Explosion, Revolte der Star-Brigade, ewig infernales Sperrfeuer und Bankett der Millionen. Guter Abschluss immer. Zum Schluss nochmal ein schönes Bankett. Schönes Bankett du Mont. Kirin der Ritualwelt, Lilly. Erwachen der besessenen Gagigobald. Tor der Virtualwelt, Qinglong. Qinglong. Tut mir so leid. Ewig infernaler Beschwörer. Oh, Secret. Mutant Ultimus. Den kannst du auslegen. Felsender Neuling. Mahama der Feendrache. Mutant GB 88. Doppelavatar Rückkehr. Dann kommen wir zu Hidden Arsenal Chapter 1. Dunkeltau der Eisbarriere. Geomantikerin der Eisbarriere, Verbündete der Gerechtigkeit Rudra, Pilger der Eisbarriere, Flammwell Grunika, tanzende Prinzessin der Eisbarriere, Verteidiger der Eisbarriere, das ist der Doggo. Elementarheld Neos. Ein neuer Elementarheld ist aus dem Neo-Weltraum eingetroffen. Wenn er eine Kontaktfusion mit einem Neo-Weltraumbewohner auslöst, werden seine unbekannten Kräfte entfesselt. Dunkler Magier, der ultimative Hexer im Hinblick auf Angriff und Verteidigung. Ich weiß gar nicht, den würde ich jetzt auch nicht rausgeben eigentlich. Kartenkavallerist, Bryneck, Drache der Eisbarriere, der sagenhafte Kudabi, Dracheneinheit Brandystock, Naturia Fruchtfliege, sagenhaft, ich finde dieses Album mega, sagenhafter Urostos, sagenhafter Dianera, sagenhafter Solkios und der sagenhafte Ganesha. Sehr sagenhaftes Pack. Und sehr eisig. Mhm. Stoßtruppen der Eisbarriere. Ja. So, übrigens, die packen wir zu den Rares, die Dual Terminal, aber ohne Holo ist. Die Dual Tunnel Cummins. Ja, die Dual Tunnel DT Cummins. Dunkeltau der Eisbarriere, Nebeltalsoldat, Geomantikerin der Eisbarriere,
Daisojo der Eisbarriere. General Gantara der Eisbarriere. Harpie 1. Der Eisbarriere. Nee. Naturia Sonnenblume. Nächtlicher Angreifer. Verbündete der Gerechtigkeit Entscheidungspanzer. Ich kann das zwar nicht lesen, aber. Den kennst du. Pistolendrache. Sagenhafter Kushano. Naturia Spinnenanzer. Spinnenanzeige, ja, Spinnenzange. Sagenhafte Cruz, Naturia Tulpe, Verbündete der Gerechtigkeit Katastor, Naturia Stinkkäfer und der sagenhafte Zerburil. Das ist auch ein Doppeldogger, ein Doppeldogger. Oh ja, den mag ich. Hab hier drei. Nebeltalfalke, geflügelter Kuribo, Nebeltal Donnerherrscher, Staubtornado, königlicher Ritter der Eisbarriere. Stratege der Eisbarriere, Verbündete der Gerechtigkeit Omniwaffe, der Eisbarriere, Gungir, das ist die Meer? Gungir, Drache der Eisbarriere, Naturia Ungeheuer, Kräfteraum. Ich weiß nicht, ob Kräfteraum jetzt auch zur Seite legen würde, da ist eigentlich nichts mehr drin, was gut ist. Der ist ja cool, den kenne ich gar nicht. Ja. Der sagenhafte Pegulsus, der sagenhafte Ganashia, Naturia Wächter, Naturia Landois. Naturia Löwendrachling, Naturia Marienkäfer, sagenhafter Valkyrus. Dann kommen wir zu Legacy of Destruction. Der Eisbarriere. Legacy of Destruction, der Eisbarriere. Ja, die gehen zu den Ultras dann. Also da zu den Zyphilis. Mika Sukino Yaiba, der Mondzahndrache, ein Dschungelbewohner. Simultane Gleichungskanone. Dschungelbewohner, denke ich, ist direkt wieder hier an Dschungelcamp. Simultane Gleichungskanone, tobendes Kleinkind. Tenpai Drache Pydra. Hey, das ist eine gute Super Rare. Zehner hier, let's go. Wichtlord, Zyklos der Kreiskobold, Centurion Gargoyle Nummer 2. Und Aisa, die Drachendame der umnachteten Hingabe. Oh, um Gottes Willen. Was für ein Name. Geht so gut von der Zunge. Ja. Mementotlanische Fusion, Sangen Kaimen, Kirishnerd Hexe, Baka, die musikalische Maestra, Zukunftsschweigsamkeit. Das ist einfach nur noch unverschämt, was ist denn los? Ich mag nicht mehr. Refra, die musikalische Sängerin, Kampf um sündhafte Beute, Ragnarika Panzereidechse und antiker Antriebskommandant. Ich mag nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie wir den Recap machen bei der Menge, weil die da nicht reinlegen muss. Memento, Landschaft, Zwillingssache, verglimmende Glut, in Papas Fußstapfen, Tenpai Drache, Fadra, Goldstolz, Beseitiger, Ragnareika, Jagdtanz, sündhafte Beute des Schlummers, Morion, Dinovatus, Docus. Ja. Valmonika des Ammonia. Battles of Legend Chapter 1, das letzte Booster Pack bei uns beginnt. Können ja noch ein paar Holos nachkommen, ne? Mhm. Visionsheld Minimum Ray, Solarwiederaufladung, Wunderkontakt, Schicksalsheld Dusktopia, Überfallraptor Satellitenkanonenfalke, Visionsfusion, Fehlers Licht verpflichtete Bogenschützin, Visionsheld Witch Raider, Dogoran der Kaiju der verrückten Flamme, ich weiß gar nicht, dass er als Ultra hier drin ist. Dann haben wir Jisukiro, der sternzerstörende Kaiju in dieser, ich weiß nicht, was ist Silver Ultra Rare oder Secret Ultra Mix. Cyber Dragon auch in der Rarity. Und dann haben wir Elementarheld Another Neos, Elementarheld Glänzender Flügelmann, hocheffizientes Ziehen, Union Hangar, Dampfsynchron, die Phantomritter der leisen Stiefel und Fossildrache Schädelgar. Schädelgar. Der Schädel noch roh? Nein, der Schädel ist gar. Garoff, lichtverpflichteter Krieger, Visionsfusion, Layla, lichtverpflichtete Zauberin, Dämmerungsninja Jogen, Überfallraptor Ruderkauz, Wolf, lichtverpflichtetes Ungeheuer, Hochgeschwindigkeitsroid, Segeldrachling, Übelschar, Exzitonritter. Weiß gar nicht, den könnte man glaube ich rauslegen. Kann man, okay. Dogoran. Dogoran? Nee, nicht Dogoran, Dogoran, der Kaiju der verrückten Flamme. Jubel, Terrorinkarnation. Aber ich weiß gar nicht, ja, die ist okay, aber die nur richtige Jubel, wenn du den bist. Aber ich glaube, die kannst du auch rauslassen. Das ist so ein Fisch. Fossilkrieger, Schädelritter. Nummer 75, verblüffender Schwarzschatten. Spioral, Doppelhelix, Cyber-Eltern, Vorbereitung der Riten. Elementarheld, aufrichtiger Neos. Extraheld, Dread Decimator und Elektro-Raupe. Raupe. Die ist ganz schön rau, die Pö. Kommen wir zum letzten Pack. Visionsfreisetzung. In die Leere. Goldene Mondmünze. Denkus Zecker. Große Lamanda Almirage.
Visionsheld Gravito. Elementarheld Neos Knight. Wasser des Lebens. Elementarheld Stratos. Schnellstart. Oh nein. Radian, der Kaiju der Multidimensionalität. Wusste ich. Nummer S39. Utopia der Blitz. Elementarheld Sunrise. Eisernes Ziehen. Elementarheld Another Neos. Die Phantomritter der leisen Stiefel. Nummer 75, der verblüffende Schwarzschatten. Und Elektrorau. Oh my goodness, das war ein sehr langes Opening. Ich würde sagen, wir kommen zum Recap. Wir fliegen jetzt einfach mal die, was sind das hier, die Rares durch, die wir haben. Da fliege ich einfach mal meine mal durch. Ich fliege auch meine einfach durch. Das sind Rares. Ich habe sie alle gesehen. Wenn nicht, guck das ganze Video. Dann die garantierten Holos, die zwischen cool bis nicht so cool sind. Und natürlich durfte ich den langen Text lesen, weswegen das Video einfach 10 Minuten länger ist. Die Hälfte des Videos ist einfach das Zoom-Schnitt. Ja. Genieß diesen kurzen ASMR-Moment. Den du zerstörst. Das nennt man Moderation. You wouldn't know. Ich bin ja nicht der Moderator. Nee, genau. Ja, ich bin nicht so wie Daniel. Wie gesagt, ihr kennt die Karten. So, und dann kommen wir zum Recap. Stopp. Ich muss noch kurz das Doggo-Recap machen. Also, deine Doggos, ja. Das ist das Doggo-Recap, meine Ausbeute. Mhm. Der Rest hat keinen Doggo-Recap gemacht. Nee. Aber ich würde erstmal mit der niedrigsten Rarity anfangen. Und ich glaube, es hat keiner was davon gezogen. Das ist nämlich eine coole Common. Nee. Da habe ich einen Donnerdrachen, der ist toll. Dann bei den coolen Rares. Hat jemand Rares gezogen? Oh, ein Samurai-Zerstörer bei The Envoy. Nicht. Und ich habe einen rotäugigen Einblick. Yeah! Die dann kommen wir zu den coolen Super-Rares. Oh Gott, ich weiß immer nicht, was ist. Ja. Da habe ich einen Tenpai-Drache Pydra, eine verräterische Schwerter und das war's. Ist das er hier? Ja. Ich habe... Noch mehr. Ja, guck mal. Ja, ich hab das große Wann an der Wiese. Ja, ich hab einen Grabräuber, einen Friedensboden, schweren Sturm. Und einen dunklen Dragoner und verbundene Tropfen. Dann kommen wir zu den Ultra Rares. Da habe ich einen Libromant Fireburst und einen Brygrant, den Ruhmdrachen. Und ich hab den Schwertseelen-Oberherrscher Cheng Ying. Und nein, ich muss ihn nochmal sagen, es tut mir so leid. Und den Memento-danische Knochenparty. Ich habe einen übelstarken Zitronenritter, einen ultimativen Schlechter, einen Harpien Federwisch und ein Talent der Drei-Taktik. dann habe ich hier noch eine Silver Ultra Rare Jubel Terror Inkarnation. Achso, stimmt. Ja, du hast so eine gezogen, die haben wir nicht. Dann kommen wir mal, glaube ich, zu den normalen Secret Rares. Da habe ich einen Libromanten Gikyo. Das sind die, ne? Ja. Ich habe das Magisch Benst Ortos. Nui. Und Mutant Ultimus. Ich habe Eindringling in der Finsternis, Zukunftsschweigen, Revolutionssynchron, Unterdrückter Planet Raidsoft, IP Mascarina, Kaliber Ladedrache und SP Kleine Ritterin. Das ist so ein Ding. Dann kommen wir zu den Prismatic Secrets. Ich weiß gar nicht, ob jemand eine Prismatic hat, aber ich habe eine Unterweltgöttin der geschlossenen Welt. Habe ich eine Miniaturwelt. Dann kommen wir mal zu den... Wie mache ich das jetzt? Ich glaube, wir machen jetzt erstmal die Prismatic Ultimate Rares. Da habe ich eine Artefakt Longinus Lanze, ein TG Hyperbibliothekar und eine Ernste Warnung. Ich nichts. Ich auch, nicht. Dann kommen wir zu den Collectors Rares, zu den regulären Collectors Rares. Da hast du die da. Ich habe die Shinonome, die Weilandspriesterin. Warum habe ich denn nur gute mit blöden Namen? Dann kommen wir zu den Prismatic Collectors Rares. Die ja. Ich habe Notfall-Teleport, dankeschön. Und blauäugiger Jet-Drache. Ich habe nichts, was ich lesen kann. Und ich habe Celine, Königin der Meistermagier. Dann kommen wir zu den, was sind das, die Platinum Secret Rares. Und das ist so weird, weil ich habe hier zwei Traps und die sehen einfach so unterschiedlich aus. Habe ich Dimensionsbarriere und dann dachte ich mal gestanden, du warst einfach das Fake Platinum Secret Rares und das Actual Platinum Secret nebeneinander. Das sind meine Platinums. Hat jemand sonst noch Platinums? Nö. Und dann kommen wir zu den Quarter Centuries. Da habe ich auch keine.
Ist das das? Ja. Okay. Das ist das Letzte, was überbleibt. Das ist der Psy-Endbestrafer. Und Artemis Magistus Mondmind. Ja, Daniel läuft unter außer Konkurrenz, selbst ich mit Jule zusammen not even close. Meine Weg ist für Little Knight, aber auch noch so viel anderen guten Karten. Das Opening ist länger geworden, als ich gedacht hätte, eine Stunde fünf. Um Gottes Willen. Wir gehen jetzt einfach mal schlafen, es ist schon spät abends für uns. Vielen Dank fürs Zusehen. Hashtag tut mir leid. Dreckiger. Gibt's als Hashtag, damit könnt ihr den schönen Grüße an die Envoy geben, dafür, dass er halt so ins Chasing gepullt hat. Die Eisbarriere. Ja, die Eisbarriere. Dreckiger der Eisbarriere. Dreckiger der Eisbarriere. Hashtag dreckiger der Eisbarriere bitte in die Kommentare für alle, die komplett durchgeschaut haben. Und Shoutouts gehen hier an die Envoy, dass er hier den Kanal supportet mit einfach saukeilen Puls. Das war's dann hier von uns. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen, dass wir mal ein Random Pack Opening gemacht haben. In Spielfilmlänge. Bis dahin und tschüssi.